WhatsApp, so erstellen Sie Aufkleber auf iOS und Android. Hallo liebe Freunde, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut und du bist gesund. Heute mit dir ein neues Video über WhatsApp, wie man Sticker auf iOS und Android erstellt. Ich hoffe es gefällt dir, aber bevor du es ansiehst, abonniere den Kanal um alles zu empfangen, was neu ist, und nun lasst uns die Erklärung fortsetzen. Wussten Sie, dass Sie Ihre eigenen Aufkleber auf WhatsApp erstellen können, anstatt sich auf Standardaufkleber zu verlassen? Während deine Chats mit deinen Freunden bereits über endlose Stickerpacks individuell gestaltet werden können, kannst du mit etwas Wissen auch dein Gesicht als Sticker verwenden. In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie Sticker auf iOS und Android erstellen. Erstellen Sie Ihre eigenen Aufkleber auf WhatsApp. Bevor ich Ihnen zeige, wie Sie Sticker mit Apps von Drittanbietern erstellen, verweise ich Sie kurz auf die offizielle WhatsApp-Empfehlung. Die Facebook-Tochter verriet auf ihren Support-Seiten, dass sie eigene Beispiel-Apps und Code für Android und iOS entwickelt hat. Dort können Sie Ihre eigenen Sticker verwenden und WhatsApp verspricht, dass Sie über diese Methode eigene Sticker erstellen können, ohne dass detaillierte Entwicklerkenntnisse oder Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dank der APIs und Schnittstellen, die WhatsApp unterstützt, können umfangreichere Sticker verwendet werden, aber Sie müssen bereits ein fortgeschrittenes Niveau haben, um sie auszuprobieren. Verwendbare App-Beispiele und Code für beide mobilen Betriebssysteme finden Sie zusammen mit entsprechenden Anweisungen auf GitHub. Die Anforderungen sind jedoch ziemlich streng. Das angeforderte Bild muss einen transparenten Hintergrund haben, eine Größe von weniger als 100 Kilobytes und eine Größe von 512 x 512 Pixel haben. Wenn Sie dabei nicht weiterkommen, haben Sie den Vorteil, dass Sie Ihre eigene Sticker-App in den Stores haben. Bis zu iOS können Sie jedoch keine App-Formulare verwenden und müssen Ihre eigene Benutzeroberfläche erstellen. Sticker-Apps für iOS und Android, die Qual der Wahl. Die Tatsache, dass es so einfach ist, Sticker-Apps selbst zu erstellen, bedeutet natürlich auch, dass es eine Vielzahl solcher Sticker-Apps gibt. Eine schnelle Suche im Google Play Store zeigt, wie überfüllt die Website ist. Da ich kein iPhone habe, mit dem ich mich verbinden kann, habe ich jetzt nur ein paar Android-Apps durchlaufen. Sie sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Sie können jedes gewünschte Bild auswählen und dann gibt es ähnliche Werkzeuge zum Zuschneiden dieser Bilder. Oft gibt es in der App die Möglichkeit, die Premium-Versionen freizuschalten. Diese Premium-Versionen bieten in der Regel ein werbefreies Erlebnis und beinhalten in der Regel zusätzliche Optionen beim Design. Für dieses Tutorial habe ich mich für Sticker Maker entschieden und mir auch Sticker Maker, Sticker für WhatsApp Sticker, Sticker Studio und Sticker Maker for WhatsApp als Alternativen genauer angeschaut. Probieren Sie verschiedene Apps aus. Es gibt viele hochbewertete Apps, die mehr als 4 Sterne erhalten haben, obwohl einige von ihnen tatsächlich viele Anzeigen enthalten. Laden Sie die Anwendung herunter und führen Sie sie aus. Klicken Sie auf Neues Sticker-Paket erstellen. Geben Sie einen Namen für das Paket und den Autor ein und klicken Sie dann auf Erstellen. Tippen Sie auf das soeben erstellte Paket, dann erscheint die noch leere Übersicht. Wählen Sie zuerst das obere Feld aus und erstellen Sie ein Symbol für Ihren Aufklebersatz. Wählen Sie ein Foto oder Bild aus Ihrer Smartphone-Galerie oder wählen Sie nur Text. Beschneiden Sie Ihr Foto, Sie können die manuelle Auswahl, kreisförmig, quadratisch, alle auswählen oder intelligente Auswahl verwenden. Smart Select schneidet Ihr Foto automatisch zu, während andere Optionen Ihr Foto nur basierend auf Ihrer Eingabe zuschneiden. Wählen Sie den Text aus, optional. Wählen Sie einen Rahmen aus, optional. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt können Sie zur Übersicht zurückkehren und die Schritte 4 bis 11 bis 30 noch einmal wiederholen. Klicken Sie auf Zu WhatsApp hinzufügen. Wie Sie in dieser Anleitung sehen können, besteht das gesamte Set aus einem Symbol und bis zu 30 Aufklebern. Sobald Sie Ihre Sticker zu WhatsApp hinzugefügt haben, werden Sie automatisch im Chat angezeigt, wenn Sie auf das Emoji-Symbol klicken und dort die Sticker-Option auswählen.
Oben in der Leiste mit den verfügbaren Stickerpaketen können Sie auch Ihre Kreativität sehen. Bevor ich Sie freilasse, um mit der Produktion Ihrer eigenen Aufkleberpakete zu beginnen, hier noch einige abschließende Tipps. Verwenden Sie Fotos vor einem monochromen Hintergrund, um beim Zuschneiden bessere Ergebnisse zu erzielen. Machen Sie die Ränder etwas dicker, damit sich die Sticker auf verschiedenen Hintergründen in WhatsApp abheben. Bitte verwenden Sie nur Bilder, an denen Sie Rechte besitzen. Dies bedeutet, dass Sie unvorteilhafte Fotos Ihrer Mitarbeiter in Ruhe lassen, ebenso wie Fotos von Prominenten, Firmenlogos und so weiter, die dem Urheberrecht unterliegen. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.